heute wollen wir euch so ein bisschen zeigen, was man mit Smoothies alles anstellen kann. Also geschmacklich wie auch optisch. Es ist einfach nur ein Start. Wie ihr wisst, sind wir ziemlich eingebunden mit Kind und Dennis mit Vollzeitjob. Aber jetzt ist es schon mal ein Beginn und wir wollen natürlich euch noch viel mehr zeigen, was man so alles machen kann. Was für Farben man kreieren kann, was für ein Geschmäcker und wie man die natürlich in verschiedenen Schichten und so weiter lagern kann und natürlich dann auch dekorieren. Wenn ihr Lust habt, weitere Ideen zu sammeln, schaut doch auf unserem Instagram-Account auch vorbei und wir werden in dieser Reihe noch ein paar Videos demnächst hochladen, immer so Stück für Stück, weil so viel auf einmal ist im Moment einfach nicht möglich. Genau, wenn ihr Fragen dazu habt, wie zur Handhabung, leider ist es ein bisschen dieser Vorführeffekt, es ist nicht so ganz perfekt geworden, wie ich es gern gehabt hätte, aber so ist es halt im Leben. Ja, ihr probiert es einfach, postet eure Fotos, wir freuen uns, wenn ihr auch schöne Smoothie-Fotos macht und uns die mit uns teilt. Genau, schreibt uns, ob es bei euch geklappt hat beim ersten Mal und dann viel Spaß mit dem Video. Sense of time, give it up, let it go, so
to the floor.